Können wir unseren Vorsprung auf den zweiten Tabellenplatz ausbauen oder ist jetzt langsam aber sicher mal Schluss? Auf jeden Fall hat unser guter Herr Jakobs schon doppelt so viele Tore wie Mölders. De Vil fällt für den Rest der Saison aus und wird da runterrutschen. Das ist schade. So, nicht einsetzbaren Spieler wechseln. Und wir machen hier eine neue Teamaufstellung. Beziehungsweise ich setze nach wie vor Peña Zauner ein. Und ansonsten soll Singer, wobei nicht Singer, sondern gibt es hier noch auch einen anderen Stürmer? Oder ist er schon aufgerückt? Ja, das kann gut sein. Ja. Stellen wir doch einfach mal hier einen anderen Typ ins Tor rein. Und dafür nehmen wir den hier. So, dann auf in den Kampf oder Krampf. Ja, ich glaube, nach dem übernächsten Part höre ich auf. Und wobei, eigentlich lohnt sich jetzt auch nicht mehr über die EM-Quali zu labern. Das kann ich jetzt nur so. Ja, weil ihr müsst verstehen, Leute, ich nehme diesen Part auf. Oder ja, also einen Tag bevor die Spiele sind in den Playoffs. Was natürlich absolut blöd ist, weil zum Zeitpunkt, wo das Video erscheint, wissen wir schon, wer sich qualifiziert hat. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich drücke Georgien sehr die Daumen, weil es wäre immer wieder witzig, die Kommentare zu sehen mit: Oh, die gehören doch gar nicht zu Europa. Auch wenn die EM 2021 ja auch unter einem nicht so strahlenden Stern steht. Generell ist die Sache, wie wollen die das refinanzieren? Zum einen die Umorganisation, allein die Verschiebung hat schon viel gekostet. Ist es das Originalstadion vom FC Magdeburg oder nee, ist es Stadion Neder wahrscheinlich, genau. Und dann, wie gesagt, müssen sie vielleicht sogar noch ohne Fans auskommen. Auch wenn es ja momentan gut aussieht nach einem Impfstoff bis dahin. Aber man soll ja nicht allzu optimistisch sein. Generell ist die Frage, wenn wir jetzt in den nächsten paar Jahren vielleicht nochmal so was wie Corona erleben, vielleicht was sogar noch viel schlimmer ist, was ist dann? Also, ja gut, natürlich, es geht hier nur um Fußball, das darf man nicht vergessen. Aber es gehört natürlich auch zum gesellschaftlichen Leben dazu. Ja, und es wird ja auch überlegt, das Ganze nach Russland zu verlegen. Und es gibt Elfmeter. Und sie haben das anscheinend gefixt mit dem letzten Update, dass er nicht mehr so weit wegläuft. Und jetzt haben wir hier einen Schuss und ein Tor. Beides Vereine, die von den Farben her recht ähnlich sind. Gut, wo bin ich nochmal stehen geblieben? Ja, sie wollen jetzt überliebäugeln, ja, das Ganze nach Russland zu verlegen, aber dadurch wäre halt auch wieder, das wäre auch wieder organisatorisch voll das Problem. Klar, TV-Gelder würden sie bekommen, aber ansonsten, ja, bin ich mal gespannt drauf. Ich darf Sie auch heute wieder freundlich auf unsere Sponsoren und Unterstützer hinweisen. Wir würden uns freuen, wenn Sie diese bei Ihren Einkäufen berücksichtigen. Ja, und ansonsten, was gibt es sonst noch sozusagen? Ja, das Abschneiden der deutschen Mannschaft. Das wird, denke ich mal, auch wichtig sein für den Herr Joachim Löw. Ob es für ihn auch weitergeht. Weil das ist ja so ein bisschen unumstritten. Oder er denkt, er sei unumstritten. Und jetzt, ja, bin ich auch nicht mehr der unumstrittenste FIFA-Player. Ich denke mal. Ganz ehrlich, nach der EM ist Schluss für die WM in Katar. Brauchst dann neue Anreize oder neue Impulse und die kann Löw einfach nicht mehr liefern. Er hätte eigentlich schon nach der WM Schluss machen, hätte eigentlich nach der WM in Russland zurücktreten sollen, weil das war ein absolut inakzeptables Abschneiden, auch wenn ich es irgendwie vorher gesehen habe.
Weltmeisterfluch und so weiter. Ja, bin generell gespannt, was die nächsten Monate noch so auf uns alles zukommt. Ob er wirklich. Ist halt generell so die Frage. Da ist halt auch wieder so eine Sache, wo ich selbst ein bisschen den Kopf schütteln muss. Wenn wir nicht in der Lage sind, einen Eurovision Song Contest normal auszutragen, aber beim Fußball dürfen sie alle hin und her reisen, was man auch an der Nations League sieht. Ein Wettbewerb, den ich halt sicher eigentlich gar nicht schlecht finde. Aber das ist schon alles sehr seltsam. Momentan haben wir ja auch wieder in Europa den einen oder anderen Lockdown. Da fragt man sich natürlich erst recht, ob es wirklich sinnvoll ist, Champions League und so weiter und so fort. Vor allen Dingen, ich habe da auch vor kurzem wieder Zuschauer gesehen in Ungarn, in Russland. Klar, die haben alle keinen Lockdown mehr. Aber das ist dann schon ein bisschen bedenklich und auch ein bisschen befremdlich. Man hat sich schon ein bisschen so dran gewöhnt, dass keine Zuschauer in den Stadien sind. Ja, hoffentlich gewöhnen wir uns alle nicht dran. Das wäre das Allerschlimmste. Das ist für die Gesellschaft generell einfach eine sehr blöde Situation. Aber wir können froh sein, nicht irgendwie an Hunger zu leiden oder an Krankheiten. Wenn wir gesund bleiben, ist schon mal relativ viel gut. Auch wenn ich generell ja jetzt nicht der allergrößte Fan bin von Motivationsreden. Das habe ich beispielsweise auf YouTube nicht so eine gewisse Abneigung gegenüber solchen Leuten wie Danny Adams. Okay, Danny Adams ist kein Motivations-YouTuber, das ist eher so einer, der einen voll fertig macht. Quasi ein Drill Sergeant unter den Motivationscoaches. Oder wie heißt dieser Inder auf Facebook, der ständig irgendwie was macht? Also das ist, finde ich, es Content, den ich gar nicht gut finde, aber wird halt häufig geteilt. Was ich finde nicht gut, ich schaue mir nur nicht gerne an. Aber gut. Jetzt habe ich wenigstens was, worüber ich reden kann, auch wenn das ein bisschen ziemlich gemischt ist. Ein bisschen ziemlich, ja, Oxymoron. Es kommt davon, dass ich seine Skripte nicht schreibe, aber Skripte eignen sich eh nicht für solche Projekte. Die Unkonzentration wirkt sich mal wieder aus, sehe ich. Dankeschön. Oh, wow. Das hat eingeschlagen, weil wir mal nicht aufgepasst haben. Ich meine, natürlich Beck hat getroffen und wechseln braucht man gar nicht. Ich meine, Sören Bertram, der auch mal bei Darmstadt war, davor bei Aue, spielt jetzt auch bei Magdeburg. Also ziemlich viele Darmstadt-Verbindungen. Also für die zuerst mal zuschalten. Ich bin Darmstadt-Fan. Spiele nur Saarbrücken, weil es halt so bestimmt worden ist. Wahrscheinlich von Failmaster. Wer soll das sonst da abgestimmt haben? Ja, da bist du noch mal dran gekommen.
Vorsicht. Ja gut, dann tauschen wir einfach mal zwei Stürmer ein, weil wir müssen wieder offensiver werden. So kann es ja mal nicht gehen, so ein knapper Sieg. Vielleicht gibt es ja dann auch wieder ein Unentschieden, das wäre sehr blöd. Und das möchte ich auch nicht. Die letzten fünf FIFA-Parts waren ja übrigens die ersten mit dem neuen Intro. Das waren nicht die ersten Let's Play-Parts, das waren die letzten Parts von Pokémon Schneeland in der Krone. Oder die ersten der letzten Parts von Schneeland in der Krone. Aber das sind jetzt die offiziell ersten FIFA-Parts. Mit dem neuen Intro. Und der neuen Endcard. So, Ballbesitz spricht eher für die... Es ist recht selten, dass wir eine Ballbesitzstatistik sehen. Jetzt gibt es eine relativ gute Standardsituation. Obacht. So, jetzt aber. Schön. Gut ausgenutzt und da liegen sie jetzt alle zu Boden, weil sie wissen ganz genau, das könnte die Entscheidung sein. Ja, hier ist mal so ein katastrophaler Fehler. Zeitz. Kenne ich nicht, ist wahrscheinlich einer von denen, den wir eingewechselt haben. Na, nicht ganz rangekommen, aber das war's eh. So, auch dieses Spiel verbuchen wir zum Sieg von uns. Oder zu unseren Gunsten. Sören Bertram hatte eine Chance. Ich habe 0 Schüsse aufs Tor. Da habe ich doch gerade eben erst meine Augen überprüft, aber ja, ich sehe schon richtig. 8 und nicht 0. Ich bin übrigens sehr glücklich, dass ich keine neue Brille brauche. So, dann sind es jetzt schon 9 Punkte auf den FC Ingolstadt, der Wahnsinn. Angriffsszenario Meister. Sollen wir es wirklich nochmal funktionieren? Ja, wir können es gerne nochmal versuchen. Auch wenn der Rest wieder total langweilig ist. Ach, wieso abseits? Aber wir kriegen wenigstens 50 Punkte. Besser als nichts. Mensch, wieso sind wir immer so langsam? Meine Güte, ihr müsst doch euch mal behaupten. Ach, so wird es nichts. Mensch! Das allerletzte. Ja, wenigstens mal. Wieso brennt mir jetzt das Auge? Sehr schön. Endlich mal ein Treffer. Schön, der muss jetzt auch mal was tun. Das ist die Hauptsache. Ich bin schon glücklich mit den kleinen Dingen im Leben, nicht wahr? Gut gemacht.
Rüber da und Tor! Nein! Ach, wenigstens für den Versuch vielleicht mal Punkte. Ich will ja gar nicht so viele. Hauptsache ich krieg Punkte. Einfach nicht gedankenschnell genug. Ach. Mensch, wir haben eigentlich das Potenzial für Punkte, aber... Sehr schön, wenigstens mal getroffen. Aber wir versuchen es nochmal, um den Part halt künstlich in die Länge zu ziehen. Abseits. Einfach mal draufhalten, aber es geht einfach, wir kommen einfach nicht vorbei. Mensch. Nicht mal für das. Ich finde, man sollte für jeden Schuss wenigstens mal einen Punkt bekommen. Oder ein paar Punkte. Weil das ist ja lächerlich. Ach Mensch, es ist uns einfach nichts vergönnt. Ach. Das ist nicht motivierend. So motiviert man mich nicht, Leute. Oh, tatsächlich. Ich glaube es nicht. Und er muss eingreifen. Naja, sollen wir es wirklich nochmal versuchen? Ich glaube, das dauert wieder zu lang. Stattdessen einfach nochmal ein Zonendribbling, wobei das was anderes haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Ja, da geht es jetzt natürlich rein. Nächste Übung.
Okay, irgendwie könnte es ein bisschen besser verlaufen, als ich denke. Mensch! Bockmist! Ach, ich bin einfach nicht mehr gedankenschnell genug, sorry. Ah, weg damit. Hey, ich krieg kein. Okay, jetzt. Aber da hätte ich mich auch wirklich aufgeregt, wenn das nicht so gewesen wäre. Nein, wir versuchen es erneut, das kann ich nicht akzeptieren. Gut gemacht. Gut gemacht. Aber ich habe die Zone verlassen. Scheißen Dreck. Mensch! Jetzt gelingt mir nicht mal mit das. Ja, guck, da gibt es sogar noch 200 Punkte für. Ach Mann, die tricksen mich jetzt richtig aus. Wow. Ja gut, ich akzeptiere es einfach so, das hat schon genügend Zeit gekostet, aber es war kein gutes Training, das muss man dazu sagen. So, dann überspringen wir das nächste und dann gibt's Hansa Rostock beim nächsten Mal. Das ist dann auch schon der vorletzte Hinrundenspieltag. Ja, Cristiano Ronaldo ist wahrscheinlich, oder ist es Ronaldo? Oder ist es, wie heißt er nochmal? Luis Suarez, keine Ahnung. Auf jeden Fall keine Ahnung, das interessiert mich auch nicht. Also beim nächsten Mal Saarbrücken gegen Hansa. Bis zum nächsten Mal und ciao. Haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.